Hi, ich bin's wieder, Janine. Schön, dass du wieder bei einem neuen Video von mir dabei bist. In diesem Video gibt es meine aktuellen Top-Produkte aus dem Bereich Beauty, Pflege, Duft. Ich habe wieder alles dabei. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und was ich immer wieder vergesse zu sagen, vielen lieben Dank an die lieben Grüße an meine Oma, an meine Katze und an meine Axolotl. Meine Oma freut sich immer sehr, sehr über die Grüße bei mir auf dem Kanal. Falls du es noch nicht weißt, ist das so ein kleiner Insider. Ich drehe meine Videos hier bei meiner Oma. Hier habe ich mein Studio eingerichtet und sie freut sich auch immer über die Grüße, die ihr ausrichtet. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe kürzlich ein Flop-Video gedreht und wo Flops sind, sind auch immer Tops. Hoffentlich, meistens. Und ich habe mir mal so angeschaut, welche Produkte ich in letzter Zeit so getestet habe, was ich so empfehlen kann. Und ja, hier sind meine Produkte, die ich empfehlen kann. Los geht es mit einem Knallerduft. Und das ist ein Duft, ja, das ist ein Celebrity-Duft. Ich bin nicht so Fan von Celebrity-Düften, aber diesen Duft musst du unbedingt kennen. Und zwar ist das von Billie Eilish, der Eilish-Duft. Das ist der goldene Duft. Sie hat noch einen roten Duft und einen schwarzen Duft, aber ich mag diesen Eilish, diesen goldenen Duft. Das ist auch der erste Duft gewesen und der riecht gut. Das ist ein gourmandischer Duft, ein Duft, der vanillig, nussig ist, sehr angenehm, riecht auch sehr hochwertig. Kurz zu den Duftnoten. Die Duftnoten sind unter anderem Mandarine, Kakao, Vanille, Moschus, Tonga-Bohne. Also die komplette Duftbeschreibung blende ich dir hier jetzt ein. Aber so Kakao, Vanille, Moschus, Tonga-Bohne, das kann man rausriechen. Mandarine jetzt nicht so. Ich finde nicht, dass das ein Duft ist mit einer fruchtigen Komponente. Das ist ein Duft, der ist perfekt für den Herbst. Man kann natürlich auch im Sommer tragen, aber der ist so ein gemütlicher, kakaoiger, nussig, vanilliger Duft. Der riecht so ein bisschen wie so eine, ich will nicht sagen wie ein Kakao, aber schon so, man geht so in einen Café und man riecht so, dass gerade so Milch und Kakao so aufgeschlagen wurde. Jetzt geht wieder die Fantasie mit mir durch, aber der riecht schon super. Also falls du mal bei Douglas bist oder irgendwie eine Probe bekommen kannst oder irgendwie mal die Chance hast, dran zu riechen und du stehst auf so, ja, vanillige Düfte, guck dir das mal an. Und auch so dieses Flakon, ne, mit dieser Büste ist halt einfach super cool und sehr, wie sagt man denn, special, genau. Und ich glaube auch, dass ich mir die Büste aufhebe. Also das ist jetzt die Miniatur, die es bei Douglas mit dazu gab, als ich den großen Duft bestellt habe. Ich zeige dir jetzt die Miniatur, weil der große Duft sieht genauso aus. Ich glaube, ich lasse mir das einfach so stehen, so als Dekoration. Sieht cool aus und ja, ich bin bei Celebrity-Düften ja sowieso so ein bisschen, wie sagt man denn, kritisch, weil ich mir immer denke, naja, die meisten Celebrity-Düfte sind halt nicht ganz so geil, aber der ist wirklich toll. So, weiter geht's im dekorativen Bereich. Moment, so, wieder da. Ich habe gerade den richtigen Concealer rausgesucht von, wie gesagt, L'Oreal, der True Match Radiant Serum Concealer mit 1,5% Hyaluronsäure. Das ist dieser Concealer, der kam jetzt vor einigen Monaten neu raus. Es ist ein besonderer Concealer, der hat so einen Bügeleisen-Applikator, also vom Applikator ist der schon mal sehr besonders. Und ich finde, dass man da extrem gut so an die untere Augenpartie kommt. Und der ist halt auch von seiner Größe sehr, sehr ergiebig. Ich habe den, bin ich ganz ehrlich, zugeschickt bekommen von Home Tester Club. Home Tester Club ist eine Website, da kannst du dich als Privatperson registrieren oder anmelden, bewerben für Produkttests. Und ich habe den gewonnen, das steht allerdings nicht in Verbindung mit YouTube oder mit Social Media, sondern ich habe das als Privatperson gewonnen und dieser Concealer ist für mich seitdem eigentlich so ein Favoritenprodukt. Nicht nur eigentlich, sondern es ist ein Favoritenprodukt. Also der verspricht, eine mittlere Deckkraft zu haben, das würde ich auch so unterschreiben. Der ist jetzt nicht super, super, super krass deckend, sondern so mittelmäßig deckend. Ich habe je nachdem, wie ich Stress habe, wie auch immer, ziemlich arge Augenringe.
Und die deckt der gut ab. Trotz der mittleren Deckkraft bin ich mit der Deckkraft sehr zufrieden. Und was mir an dem gut gefällt, der ist so irgendwie besonders. Der sieht aus wie so ein bisschen geliftet. Der sieht aus wie Haut, der sieht aus wie geliftet. Und wenn du mal irgendwie eine Freundin hast oder so und kannst den ausprobieren, teste den mal. Der ist wirklich gut. Das ist wirklich, also der ist vom Preisniveau schon hoch. Also für eine Drogerie ist das ein verdammt teurer Concealer. Ich glaube, der kostet 15 Euro oder so, als er rausgekommen ist. Also als ich gesehen habe, was der gekostet hat, ich bin fast rückwärts umgekippt. Das sage ich dir ganz ehrlich. Aber der ist von seinem Sein her wirklich gut. Also, oder wenn du mal in der Drogerie bist und du kannst den swatchen, swatch den mal. Der ist wirklich toll. Der legt sich auch so schön auf die Haut. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Das ist ein toller Concealer. Punkt. Genug geredet über dieses Produkt. Weiter geht's mit einer Foundation, die ich im Zuge meiner Fullface-Reihe, die kann ich dir mal hier oben verlinken, getestet habe. Mein Revolution-Video ist schon lange online, aber diese Foundation verdient einen Hype. Ich glaube, die ist im Frühjahr rausgekommen. Und das ist die Skin Silk Foundation von Revolution. Die ist schon kräftig benutzt und ich mag die. Ich habe mich völlig im Ton vergriffen. Also die F9, die passt vom Ton her ganz und gar nicht. Aber trotz der unpassenden Farbe lässt die Foundation sich super gut verblenden. Ich will nicht sagen, die passt sich dem Hautton an, weil das macht keine Foundation. Aber die lässt sich gut verarbeiten. Die ist von der Deckkraft mittelstark deckend, aber das sieht aus wie Haut. Also ich finde, die Foundations haben sich schon in den letzten Jahren nochmal so verbessert, dass viele, viele Foundations nicht mehr aussehen als, boah, die hat Foundation drauf, ne? So in meiner Schulzeit, jedes Mädel, das irgendwie eine Foundation benutzt hat, da hast du gesehen, die hat Foundation drauf und das ist bei der nicht so. Auch, dass mir die Farbe nicht passt, das sieht man nicht, weil die sich so schön integriert in den Look, in die Haut, nee, das macht keinen Sinn, aber das ist eine Foundation. Wenn du eine Foundation suchst, die natürlich ist, die bezahlbar ist, die schön ist, such dir die aus. Also die ist wirklich, vorausgesetzt, du findest den passenden Ton, sehr schön, sehr natürlich. Ja, tolle Foundation. Dann eine Mascara, die ich ebenfalls im Zuge meiner Fullface-Reihe entdeckt habe. Das ist die Catrice Fake It Mascara. Das ist hier dieses Schätzchen, das ist eine Neuheit gewesen, auch so im Frühjahr. Das ist eine Mascara, die allein schon von der Bürste für mich funktioniert. Das ist ein Synthetikbürstchen in Erdnussform. Ich persönlich bevorzuge Synthetikbürstchen, weil ich finde, ich kann damit einfach besser arbeiten und es kommt mehr Produkt auf die Wimpern. Das ist eine Mascara, die macht Volumen, was er auch verspricht und die verspricht einen False-Lash-Effekt. Da kommt es natürlich immer auf die Ausgangssituation deiner eigenen Wimpern an. Bei mir, ich benutze Wimpernserum, kommt das schon so hin? Die verklumpt leicht. Natürlich eine Volumenmascara verklumpt bei mir persönlich immer schon ein bisschen. Aber die Wimpern sehen ganz, ganz toll aus. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Dann habe ich ein weiteres Produkt zu vermelden, was auch ja, vor einiger Zeit schon rausgekommen ist, aber immer noch neu für mich persönlich ist. Und zwar von Maybelline der Sunkisser Blush in der Farbe Uptown Glow. Dieses Produkt hast du vielleicht schon gesehen oder auch nicht. Das ist hier so ein Blush in einer Peach-Farbe mit so einem leichten Goldschimmer. Benutze ich auch gerne an Tagen, an denen ich keine Foundation benutze, sondern einfach so auf die Haut ein bisschen Wimperntusche und ich bin good to go. Das Produkt kommt mit einem Applikator. Von der Verpackung ist das die gleiche Verpackung wie beim Lifter Gloss von Maybelline. Das Produkt hat keinen Geruch, aber ich finde, dieser Blush, der lässt sich so schön mit dem Beauty Blender einblenden. Das sieht natürlich aus. Man hat so ein bisschen Glow, aber auch nicht zu grob mit den Glitzerpartikeln. Ist ein schöner Blush für natürliche Tage, wo man nicht zu viel Aufwand betreiben möchte für das Make-up. Ein weiteres Produkt, das erst kürzlich neu gelauncht wurde von Catrice aus dem neuen Sortiment, der Space Glam Liquid Chrome Eyeshadow in der Farbe Galactic Glamour 030. Das ist ein Liquid Eyeshadow, wie ich dir es schon gesagt habe. Auch den habe ich schon natürlich mehrmals getestet und du müsstest eigentlich das Neuheitenvideo schon gesehen haben von Catrice.
Das ist ein Eyeshadow, der kommt hier mit so einem Applikator. Und du siehst auch, dass der so ein bisschen grünlich schimmert hier in den Studiolichtern. In der Verpackung sieht er eher golden aus, aber der schimmert auf dem Auge eher grün. Das ist wirklich so ein Multichrome Eyeshadow, auch ein Produkt, was ich empfehlen kann, wenn man so vielleicht nur ein Liquid Eyeshadow mit Wimperntusche aufgeben möchte. Das ist trotzdem ein sehr besonderer Look, weil je nachdem, wie quasi die Lichteinstrahlung ist auch die Farbe, der lässt sich einfach auftragen, der kriecht nicht irgendwo rein in Fältchen. Das ist ein Lidschatten, der mich halt überzeugt hat, weil er auch einfach so besonders ist, einfach im Auftrag. Ja. Ein Lippenstift, der mich eigentlich schon das ganze Jahr fast begleitet, von Essence aus der The Slim Stick Reihe, der 6 Hours Long Lasting Lipstick in der Farbe Baby Got Blush. Das ist dieses Produkt, habe ich auch in vielen, vielen meiner Videos schon gezeigt und empfohlen. Das ist so ein Lippenstift, den man so rausdrehen kann. Der hat so eine Rosenholz-Nude-Farbe, lässt sich gut ohne Lipliner auftragen, quick and dirty, so wie ich das bevorzuge, hat eine schöne Farbe, der hält schon einige Zeit, ob es jetzt 6 Stunden ist, sei mal dahingestellt, wenn du fettig isst oder so, natürlich nicht, aber dafür, dass er ein Lippenstift ist, hält er schon lange. Und das ist eine schöne Farbe, lässt sich gut auftragen, ist ein toller Lipstick. Dann noch eine Sache von Asam. Ich habe auch ein Asam Full Face gedreht bereits, würde ich dir hier auch verlinken. Das ist die Asam Aqua Intense Supreme Hyaluron Creme. Das ist jetzt hier die Nachtcreme. Es gibt auch noch eine Tagespflege von Asam. Benutze ich auch schon einige Jahre. Das ist für mich eine Creme, die funktioniert im Sommer, aber auch im Winter. Die hat halt so diese Leichtigkeit von den Hyaluron-Produkten, pflegt aber wie eine Creme. Also die ist leicht, die zieht schnell ein, die Haut ist auch am nächsten Tag gepflegt, aber die ist nicht so fettig und das mag ich sehr, sehr gerne und ist auch eine Creme, die ich mir immer wieder nachkaufe, auch wenn ich die Marke Asam für mich ein bisschen unsympathisch finde. Ich habe mit denen auch schon mehrmals schlechte Erfahrungen gemacht. Ist aber trotzdem ein Produkt, was ich empfehlen kann. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich finde auch die Produkte von Asam nicht prinzipiell schlecht, sondern ich habe mich da schon, ja, wie soll ich denn sagen, ein paar Mal über den Kundenservice geärgert, weil die mich 3-mal ignoriert haben. Ist eine andere Geschichte, aber diese Creme, die ist wirklich vom Pflegefaktor her super, super angenehm. Dann noch eine Sache, da muss ich sagen, da habe ich mich selbst damit angefixt, ist auch eine Sache, die ich bereits in einem Video vorgestellt habe, von Sol de Janeiro, die Haarpflegereihe. Da habe ich eine Review dazu gemacht, Sol de Janeiro hat eine Haarpflegereihe rausgebracht, die habe ich mir gekauft, also das war so ein Bündel, ich glaube, ich habe 60 Euro bezahlt, Shampoo, Spülung und Haarpflege. Das Haaröl habe ich mir separat nochmal dazu gekauft. Da kommt nochmal ein separates Video online. Und das ist für Fans der Marke dieses Duftes ein Gewinn. Die ist nicht günstig, diese Haarpflegeserie. Und das ist jetzt auch vom Effekt her keine Serie, wo du sagst, boah, ich habe neues Haar oder so. Nee, das nicht. Aber die Haarpflegeserie bevorzuge ich im Moment einfach aufgrund des Geruchs. Der Geruch, der verbleibt auch noch über ein paar Tage. Also es ist nicht so, dass du die Produkte auswäschst und fertig. Und wenn du dir wirklich die volle Dröhnung Shiriosa 62 geben möchtest, kann ich dir die Haarpflegeserie empfehlen. Die ist auch von der Wirkung her gut. Ich meine, es kommt ja nicht nur auf den Duft an, sondern auch von der Wirkung her. Das Shampoo lässt sich gut ausspülen, das reinigt gut, das hinterlässt die Haare nicht so furztrocken und die Spülung bändigt auch so mein geplatztes Kopfkissen, was ich ja hier so an der Seite habe, relativ gut. Also von der Pflegewirkung ist die gut. Es ist natürlich nicht das Rad neu erfunden worden, aber wirklich, ich bin leider im Moment so ein bisschen im Shiriosa-Fieber. Ich habe einige Produkte aus dieser Reihe und diese Haarpflegeserie ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Leider. Vielleicht, wenn du Interesse hast an dieser Haarpflegeserie, warte, bis dieses Bündel im Sale ist oder auf Black Friday. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere gute Angebot. Aber das ist so ein Produkt, welches ich empfehlen kann, wenn du wirklich auf die volle Dröhnung Shiriosa stehst. Ja, dann noch eine Sache.
die ich auch für mich entdeckt habe von Balea aus der Glamorous Moment Reihe, das Deodorant bzw. auch das Körperspray. Beim Deodorant ist es so, das hält natürlich nicht die Schweißbildung zurück oder hat irgendwie eine krasse Deo-Wirkung. Auch da geht es um den Geruch größtenteils. Aber was ich sagen kann, dieser Geruch hält lange an. Wenn ich mal ins Fitnessstudio gehe, benutze ich ein Antitranspirant und vielleicht noch so als Duftkomponente das Glamorous Moment Deo. Das hat schon einen sehr intensiven Geruch, also da darf ich auch nicht zu viel verwenden. Vor allem, wenn ich dann irgendwo noch hingehe oder auf die Arbeit und möchte einen Duft auftragen. Das ist so ein bisschen kontraproduktiv, aber diese Glamorous Moments Reihe, wer sie noch nicht kennt, versucht mal dran zu riechen. Wenn es bei DM einen Tester gibt von irgendeinem Produkt aus dieser Reihe, riech mal dran, weil die wirklich sehr, sehr hochwertig riecht. Die riecht so blumig, orientalisch, ist wirklich ein sehr hochwertiger, sehr ansprechender Duft. Ja, das war's schon mit meinen Favoriten. Lass mir gerne deine Meinung mal unten da, falls du eins oder mehrere Produkte kennst. Wie immer würde ich mich sehr über Beteiligung freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.